Findet ihr es nicht merkwürdig, dass ein bis dato unbekannter Diskjockey über die Fähigkeit verfügt, sein tanzendes Publikum derart in Ekstase zu versetzen, dass dieses wie hypnotisiert seiner Macht unterliegt? Ja, also. Meine Person inbegriffen, Kollegen, ich war bis zum gestrigen Zeitpunkt ein strikter Gegner lächerlicher Tanzversuche auf dem Dancefloor. Wie kann ein DJ in der Lage sein, solche unabwehrlichen Kräfte freizusetzen? Also, manches lässt sich eben nicht wissenschaftlich erklären.